Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala afdal al-Anbiya'i wal-Mursaleen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawm al-Din. Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Allahs Segen teilt seinen auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommt, wird noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Alhamdulillah, ich bedanke mich, liebe Geschwister, für eure Einladung erst einmal und für euer zahlreiches Erscheinen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen. Und so dass wir aus der Sitzung hervorgehen mit mehr Wissen, als wir hineingekommen sind. Und dass er uns unsere Sünden vergibt, auf das uns eben auch am Ende der Sitzung gesagt wird, steht auf, euch ist vergeben worden. Denn das ist der einzige Grund, warum wir uns eigentlich hier treffen, weil wir Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit erlangen wollen und seine Vergebung haben wollen und dass er uns unsere Sünden verdeckt und uns nicht bloßstellt am jüngsten Tag. Liebe Geschwister, ich möchte heute über ein paar verschiedene Themen sprechen, die Imam al-Baghdadi rahimahullah ta'ala erwähnt hat und gesprochen hat. Und er hat schon damals in seiner Zeit sich darüber beschwert, wie die Menschen oder hat sich darüber, besser gesagt, geäußert, wie man sich als Talib ilm zu verhalten hat. Das heißt, jemand, ein Islamstudent, sage ich mal einfach, jemand, der religiösen Wissen strebt, auf was er zu achten hat. Und da gibt es verschiedene Aspekte und da möchte ich einige davon heute anschneiden. Und der erste Aspekt ist, liebe Geschwister, das ist ein Aspekt, ich glaube, wenn ich so spreche, dann wird das lauter. Ne? Ja. Dann mache ich das mal einfach so in die Hand, vielleicht geht das auch so. Der erste Aspekt, liebe Geschwister, ist einer, der über den kann man nicht genug sprechen. Und das ist ein Thema, von dem das niemals langweilig wird. Warum? Weil dieses Thema, an das muss man immer wieder erinnert werden, bevor man irgendetwas macht. Sogar während man eine Sache macht, muss man immer wieder daran erinnert werden und aufpassen, dass man immer auf diese Sache achtet. Und sie ist die wertvollste überhaupt. Ohne sie geht es nicht. Ohne sie wird Allah subhanahu wa ta'ala keine Tat annehmen. Ohne sie sind es nur in unserem Gebet Bewegungen. Ohne sie ist die Tat, die wir machen, absolut wertlos. Und das ist, liebe Geschwister, die Absicht. Die Absicht ist eine Sache, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und wir müssen immer wieder daran erinnert werden, das, was wir tun, dass wir das für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Denn unsere Herzen sind so, die brauchen immer diese Erinnerung. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, und erinnere, denn die Erinnerung hilft den Gläubigen. Und einer der Hadithe, die uns daran erinnern sollen, wie wichtig es ist, eine korrekte Absicht zu haben, und damit meine ich den Ikhlas, dass man etwas tut nur für Allah subhanahu wa ta'ala und niemand anderes teilhaben lässt an dieser Absicht, ist der Hadith von Abu Barza al-Aslami radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Am Tag der Auferstehung wird niemand den Platz verlassen, bis er nicht folgende Fragen beantwortet hat. Und die erste Frage ist, er wird über seine Zeit gefragt werden, worin er sie investiert hat. Seine Lebenszeit. Jeder von uns lebt durchschnittlich 60 bis 70 Jahre. Und diese Zeit, du musst Rechenschaft ablegen für das, was du in dieser Zeit gemacht hast. Ebenso das Wissen, was man erworben hat, was hat man mit diesem Wissen angefangen, hat man es in die Tat umgesetzt, hat man es anderen Leuten weitergegeben oder hat man es nur für sich selbst behalten oder hat man sogar vielleicht diesem eigenen Wissen, was man hat, zuwidergehandelt. Und die nächste Sache ist das Vermögen, das Geld, was man erworben hat. Erstens wird gefragt werden, woher hast du dieses Geld erworben? Zweitens wird gefragt werden, worin hast du dieses Geld investiert? Wofür hast du es ausgegeben? Und deswegen, liebe Geschwister, gibt es eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die armen Menschen am jüngsten Tag oder am Tag der Auferstehung vor den reichen Menschen das Paradies betreten werden. Sie werden das Paradies einen halben Tag
bevor den reichen Menschen betreten. Und ihr wisst, ein halber Tag sind 500 Jahre. Weil ein Tag bei Allah sind wie 1000 Jahre. Das heißt, 500 Jahre werden die armen Menschen den Reichen zuvorkommen, ins Paradies zuerst eingehen dürfen. Und eine der Begründungen, die bei den Gelehrten erwähnt worden ist, ist ja gerade, dass der Reiche, der hat mehr Geld gehabt. Also braucht auch mehr Zeit, um sich zu rechtfertigen, was er gehabt. Jemand, der 10 Euro hat, muss sich für 10 Euro rechtfertigen. Jemand, der 1 Milliarde hatte, muss sich für 1 Milliarde rechtfertigen. Und das wird dementsprechend länger dauern. Und deswegen dauert die Rechenschaft, dauert das Gericht für ihn, oder die Rechenschaft abzulegen für ihn länger. Und deswegen geht er auch später ins Paradies. Und ebenso der eigene Körper, den man von Allah subhanahu wa ta'ala als Geschenk bekommen hat. Denn niemand von uns hat etwas erarbeitet an diesem Körper. Niemand von uns hat die Augen bekommen, weil er irgendwas Großartiges geleistet hat. Niemand von uns hat ein angenehmes Aussehen bekommen, das andere Menschen nicht abschreckt, und dafür hat er irgendwas getan. Niemand. Jeder von uns hat das als ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, und Allah will nur, dass du dankbar bist für das, was du bekommen hast. Deswegen wirst du gefragt werden, wie es heißt im Hadith wortwörtlich, man wird nach seinem Körper gefragt werden, wofür man es vergeudet hat, wofür man ihn vergeudet hat, verschwendet hat. Denn er wurde erschaffen, um sich niederzuwerfen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann hat man seinen Körper sozusagen vergeudet, wie man sein eigenes Geld vergeudet. Dieser Hadith ist überliefert bei At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, und er sagt, der Hadith ist Hassan sahih. Liebe Geschwister, der zweite Aspekt, den ich heute ansprechen möchte, ist, dass man das, was man gelernt hat, in die Tat umsetzen muss. Und wenn man das nicht macht, dann hat man eigentlich von seinem Wissen nicht viel profitiert. Und es gibt verschiedene Extremisten unter den Menschen. Die einen Extremisten sind diejenigen, die versuchen, für Allah subhanahu wa ta'ala zu leben, haben allerdings kein Wissen. Ja? Deswegen ist die Absicht ist zwar da, aber das Wissen fehlt, und deswegen können sie nicht das, was sie eigentlich machen wollen, richtig umsetzen. Und die zweiten Extremisten sind diejenigen, die nur nach Wissen streben, aber nicht die Zeit finden, das Wissen umzusetzen. Deswegen gab es mal einen unter den Hadith-Überlieferern, der zu seinen Zeitgenossen gesagt hat, oder der unter seinen Zeitgenossen auch einer war, der viele Hadithe überliefert hat und aufgeschrieben hat und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er damit aufgehört. Und hat sich mit dem begnügt, was er aufgeschrieben. Ihr wisst, die Leute sind damals gereist von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, um zu hören, was die Leute zu erzählen haben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und haben das aufgeschrieben. Irgendwann hat er damit aufgehört, rumzureisen und aufzuschreiben. Da hat er ihn gefragt, was ist los mit dir, warum hörst du damit auf? Er sagte, hat dann ihn als Gegenargument gebracht, hat zu ihm gesagt, wann wird jemand, der immer wieder ein Stück Brot in die Hand bekommt und dieses Stück Brot hinter seinen Rücken wirft, wann wird er satt werden? Du bekommst immer was, immer wieder, bevor du isst es nicht, und du schmeißt es eigentlich hinter deinen Rücken wieder zurück. Und gemeint ist hier eine Person, die immer wieder mehr was Neues lernt und studiert und noch mehr Hadith lernt und noch mehr Ayat aus dem Koran auswendig lernt, aber er schiebt das Handeln gemäß dem, was er gelernt hat, immer mehr hinaus in die Zukunft. Und das ist das Problem, und deswegen kann es sein, dass der Shaitan einen dazu verführt, dass man sein Leben lang nur lernen will, und dann irgendwann ereilt einen der Tod und man hat nicht das umgesetzt, was man eigentlich hätte machen müssen. Und der Shaitan kommt dann von dieser Seite, das heißt von dieser Tür. Er macht dir das sogar schmackhaft, das Wissen. Du liebst es zu lernen, du liebst es bei Gelehrten zu sitzen, du liebst es Unterrichte zu hören, du liebst es Bücher zu lesen, alles weiter und so fort. Aber warum? Weil der Shaitan will, dass du noch mehr weitermachst. Hauptsache, du rufst die Menschen nicht dazu auf. Und Hauptsache, du sagst immer weiter, ich muss weiter lernen, bis eben es irgendwann mal zu spät ist. Und deswegen ist das Schwierigste an der ganzen Sache, ist es, einen Mittelweg zu finden. Sodass, wenn man etwas gelernt hat, zum Beispiel wenn du Koran lesen gelernt hast, dann bringst du eben den Leuten das bei, in dem Rahmen, was du gelernt hast. Und gehst nicht über diesen Rahmen hinaus.
Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, ein Gelehrter des 5. Jahrhunderts, er berichtet über seinen Isnad bis einem Mann namens Matar ibn Fahman al-Warraq, rahimahullah ta'ala. Er sagte folgendes: Nimm vom Wissen, solange es dir nutzt. Allah wird nämlich durch Wissen nur Nutzen schenken, wenn man etwas weiß und danach handelt. Er schenkt keinen Nutzen, wenn man etwas weiß und nicht danach handelt. Aber der entscheidende Satz, warum ich dieses Zitat euch vorgelesen habe, ist: Nimm vom Wissen, solange es dir nutzt. Also daraus versteht man, es gibt manchmal Wissen, das dir schaden kann. Das soll man so darunter verstehen. Ja? Gemeint ist, liebe Geschwister, wenn du lernst und lernst und lernst, aber nicht nachdem du lernst ein Kilo Wissen und du setzt das nicht um und du machst noch ein zweites Kilo, dann ist das irgendwann mal ein Argument gegen dich. Aber wenn du dich mit dem begnügst, was du weißt, und das umsetzt und parallel versuchst mehr zu lernen, mit der Absicht es umzusetzen, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dich belohnen für das, was du gemacht hast. Wie gesagt, der entscheidende Punkt ist, dass man das rechte Maß findet. Das soll kein Aufruf sein, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr jetzt wissen lernen, weil wir wissen schon genug. Nein, das ist nicht damit gemeint. Sondern gemeint ist, dass man immer die Absicht hat, das umzusetzen, was man gelernt hat. Ebenso berichtet er, rahimahullah ta'ala al-Baghdadi, sein Isnad bis Abu Darda radiallahu anhu arda. Er sagte demnach folgendes: Wer nach einem Zehntel dessen handelt, was er weiß, dem lehrt Allah das, was er nicht weiß. Wer nach einem Zehntel dessen handelt, was er weiß, dem lehrt Allah das, was er nicht weiß. Und deswegen muss man sich mal die Frage stellen, wenn man also nicht vorankommt in seiner Religion, ob man dann wirklich dieses Zehntel wenigstens erfüllt. Ja. Weil Alhamdulillah hat er hier nicht gesagt die Hälfte oder drei Viertel oder sowas, aber dann wären wir alle draus. Weil guck mal, wenn jemand zum Beispiel den Koran auswendig lernt, das würde ja bedeuten, er kommt nur voran, wenn er irgendwie alles umsetzt. Ja. Das kann nur ein Prophet alles umsetzen auf die beste Art und Weise. Ja, wir sind eben mangelhaft. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, der berühmte Gelehrte und malikitische Gelehrte, berichtet ebenfalls über Abu Darda, radiallahu anhu, dass er folgendes gesagt hat: Du wirst nicht gottesfürchtig sein, bis du nicht gelehrt bist. Und Wissen wird dich nicht gut aussehen lassen, bis du danach handelst. Du wirst nicht gottesfürchtig sein, bis du nicht gelehrt bist. Also wissen wir, man kann nicht gottesfürchtig sein, ohne Wissen zu haben. Geht nicht. Und weil was heißt denn Taqwa haben? Taqwa haben bedeutet, dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala das Zorn schützt. Ja. Und wie willst du das machen, wenn du nicht weißt, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut? Wie willst du das wissen, was ihn zornig macht, wenn du das nicht weißt, was es ist? Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran ganz klar: Nur diejenigen fürchten Allah, die gelehrt sind. Oder anders auch, nur die Gelehrten sind diejenigen, die Allah wirklich fürchten. Und Wissen wird dich nicht gut aussehen lassen, bis du danach handelst. Was haltet ihr von jemandem, der viel Wissen hat, allerdings nicht das umsetzt, was er eigentlich weiß? Das lässt ihn alt aussehen. Das lässt ihn im schlimmsten Fall sogar als Heuchler aussehen. Und deswegen macht ihn das, also verschönert, schmückt ihn das überhaupt in keinster Weise. Liebe Geschwister, wir alle wissen etwas. Und das wenige Wissen, was wir haben, gilt es, um die Tat umzusetzen. Und da meine ich besonders die Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir die Menschen auf beste Art und Weise in dem Rahmen, der uns zur Verfügung steht, zu Allah einladen. Und diese Da'wah, liebe Geschwister, die muss nicht stattfinden, indem du in einer Halle einen Vortrag hältst vor 1000 Leuten oder noch mehr, sondern die Da'wah, liebe Geschwister, die kann auf verschiedenste Art und Weisen stattfinden, das wisst ihr alle, da rede ich nichts Neues. Und eine der besten Formen der Da'wah ist zweifellos, wenn nicht vielleicht die beste überhaupt, dass man es eben mit gutem Charakter vorlebt. Denn es gibt viele Leute, die durch ihre Art abschreckend wirken, sodass eigentlich man kein Interesse für den Islam entwickeln kann, wenn manche Geschwister sich auf die und die Art Weise verhalten.
Und die Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala ist kein Spaß, sondern es ist eine Verpflichtung, die wir auf die eine oder andere Art und Weise umsetzen müssen. Denn, liebe Geschwister, wenn ihr wisst und davon überzeugt seid und glaubt, dass es nach dem Tod genau zwei Auswege gibt, oder zwei Wege gibt, eine ist Jahannam, möge Allah uns davor bewahren und euch, und der andere Weg ist Al-Jannah, möge Allah uns zu Paradiesbewohnern machen, dann, wenn du das weißt und davon überzeugt bist und dein Herz davon wirklich überzeugt ist von der Sache, dann musst du dich bewegen und versuchen, so viele Menschen wie möglich zu retten davor. Denn es hat ein Imam einer Moschee mir mal gesagt, als er wusste, dass ich nach Deutschland gehe, da hat er zu mir gesagt, sag mal, wenn du jetzt in Deutschland die Leute triffst, dann mach so viel Da'wah, wie du kannst. Und versuch, er hat es aber so aus, hat gesagt, versuch so viele Menschen, wie du kannst, vor der Hölle zu retten. Und diese Sichtweise, wenn man diese Sichtweise hat, dass man sieht, die Leute, die rennen oder ja, direkt ins Feuer rein. Und du siehst das, weil du bist davon überzeugt. Oder hast du Zweifel? Du hast keine Zweifel. Das heißt, du bist davon überzeugt, dass dieser Mensch, der vor dir steht, wie auch immer er heißt, wenn er so weitermacht, wie er jetzt ist, er wird nach dem Tod zweifellos in die Hölle gehen. Zweifellos. Es gibt nur Islam oder Kufr. Es gibt keine andere Möglichkeit. Also warum bewegst du dich dann nicht und versuchst ihn davor zu retten? Was meint ihr, wie dankbar er dir sein wird, wenn du ihn davor gerettet hast? Hauptsache, rette dich erstmal selbst, wenigstens indem du ihm Da'wah machst, damit er keine Entschuldigung vor dir hat am jüngsten Tag. Damit er nicht sagen kann, warum hast du mir nicht den Islam beigebracht? Warum hast du mir nicht erzählt vom Islam? Was meint ihr, viele Menschen es da draußen gibt, denen man eigentlich nur was sagen muss? Muss denen eigentlich nur sagen, wisst ihr was, ich bin Muslim und meine Religion ist so und so und La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah. Und man erklärt ihnen das mit einfachen Worten und sie akzeptieren das schon. Von 80 Millionen, wenn wir nur in Deutschland uns bewegen, was meint ihr, viele Menschen, nur weil man, wenn man ihnen sagen würde, La ilaha illallah, es einfach akzeptieren würden, von ihrer Fitra her, weil sie eben noch nicht irregeleitet sind in dieser Hinsicht. Ja? Das heißt, sie können das einfach akzeptieren. Das sind die ersten Menschen, die wir versuchen müssen, zum Islam einzuladen. Bedingung ist aber dafür ein gutes Benehmen. Denn sonst kann man mehr kaputt machen, als man eigentlich aufbauen sollte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, wahrlich, Allah Ta'ala liebt die guten Manieren und verabscheut die Schlechten. Allah Ta'ala liebt die guten Manieren und verabscheut die Schlechten. Dieser Hadith ist unter anderem überliefert worden in Al-Mustadrak und Al-Hakim, rahimahullah Ta'ala. Und ebenso kennt ihr die Überlieferung des Propheten, ihr alle kennt sie, indem er sagte, ich bin nur entsandt worden, um die besten Manieren zu perfektionieren. Ich bin nur geschickt worden, um die höchsten Manieren zu perfektionieren, zu vervollkommen. Das heißt also, dass auch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist, gab es gute Manieren. Zweifellos gab es unter den Arabern damals gute Manieren und die hat der Islam nicht abgeschafft. Und deswegen ist es kein Vergehen, wenn man in einer Gesellschaft gute Sitten hat, dass man sie weiter beibehält, weil sie einfach vom Islam sowieso bestätigt werden. Ja? Und so hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht, außer dass er die schlechten Manieren, die hatte eben beseitigt und versucht vollkommen aus dem Weg zu räumen. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berichtet bis Sufyan al-Thawri rahimahullah. Sufyan al-Thawri ist einer der Generationen nach den Tabi'in. Generation, ihr habt erst die Sahaba, dann die Tabi'un, dann die danach. Ja? Und er ist gestorben im Jahr 161. Er sagte folgendes: Schmückt die Hadithe durch euch selbst und schmückt euch nicht mit den Hadithen. Schmückt die Hadithe durch euch selbst und schmückt euch nicht mit den Hadithen. Vielleicht, wenn wir den zweiten Teil des Hadithes anschauen, wird erstmal klarer, was gemeint ist. Schmückt euch nicht mit den Hadithen. Ja, das ist ein Problem, was wir viele heutzutage haben. Und das ist eine Tatsache, dass es sehr einfach ist, dass man sich dem Islam zuschreibt. Und es ist sehr einfach ist, dass man sich einer bestimmten Gruppe innerhalb des Islams zuschreibt und sagt, ich gehöre zur Gruppe so und so und ist stolz darauf. Aber
man hat sich dann mit dieser Gruppe geschmückt. Genauso wie jemand sagen würde, ja, ich komme aus dem Land so und so. Ihr wisst zum Beispiel, heutzutage, wenn jemand trefft und der sagt, und du fragst ihn, woher bist du? Dann sagt er, ich bin aus Mekka. Ja? Dann sagt er, Mashallah, freut man sich, dass er aus Mekka ist, weil das ist die Mutter der Städte und das ist die Hauptstadt des Islam und dort ist der für die Muslime heiligste Ort überhaupt, den man sich vorstellen kann. Ja? Aber das ist schön und gut. Aber er hat sich jetzt geschmückt mit dem, woher er eigentlich kommt. Ja? Oder eine Person, woher kommst du aus sich, von welchem Person stammst du ab? Er sagt, ich stamme ab, zum Beispiel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Er schmückt sich jetzt dadurch, aber entscheidend ist natürlich der Iman. Das andere ist alles zweitrangig. Alles andere ist zweitrangig. Und auch hier sagt der Imam al-Thawri, rahimahullah ta'ala, schmückt euch nicht mit den Hadithen. Er hat das in Bezug auf Hadithe gesagt, wir beziehen das in Bezug auf das Wissen allgemein. Schmück dich nicht mit Aussagen von Gelehrten oder von Büchern, die du gelesen hast oder Gelehrten, bei denen du gelernt hast. Schmück dich nicht damit, sondern versuch dich aufrichtig zu verhalten und versuch zu zeigen, was du wirklich weißt, und das zeigst du in allererster Linie Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagte eben, schmückt die Hadithe mit euch selbst. Gemeint ist, wenn du einen guten islamischen Charakter an den Tag legst, die Leute mögen den Islam. Das ist damit gemeint. Der Islam an sich ist schön, Alhamdulillah. Braucht niemand, der ihn schöner macht. Aber wenn du nicht ein schönes Vorbild bist, dann die Leute denken, der Islam ist nichts Besonderes. Und das ist, was er hier damit sagen will, rahimahullah ta'ala. Liebe Geschwister, zu den Weisheiten, die überliefert worden sind, gehören folgende. Das gehört zur Weisheit, wenn man redet und Da'wah macht. Und der erste Punkt, ich hoffe, dass ich den nicht schon heute widerspreche. Und zwar, der Zuhörer hat früher genug als der Redner. Der Zuhörer hat früher genug als der Redner. Im Deutschen sagt man nicht genug, in Umgangssprache gibt es ein anderes Wort, aber ja, hat früher die Punkt, Punkt, Punkt voll, sagt man im Deutschen. Ne? Aber das ist meistens so. Ihr als Zuhörer, ihr könnt euch nicht so lange konzentrieren. Der Redner, der kann stundenlang reden, und glaubt mir, wir können mit Sicherheit stundenlang zusammen reden, aber irgendwann mal ist das maßvoll. Heute haben wir es begrenzt auf die Zeit zwischen Maghrib und Isha ungefähr, deswegen ich hoffe, ihr habt genug Geduld dafür, sonst könnt ihr mir gerne nachher sagen, dass ich mal auch mein Maß überschritten habe. Das zweite ist, liebe Geschwister, was auch sehr wichtig ist für die Da'wah, auch eine Weisheit, dass das Herz ist wie ein Behälter, und das, was du in das Herz reinfüllst, das wird nachher in die Tat umgesetzt. Ja? Ihr kennt manchmal das Beispiel, man sitzt vor dem Computer und der macht irgendwie nicht das, was man will eigentlich. Der macht irgendwas anderes. Und die Wahrheit ist, dass der Computer kann nicht mehr machen als das, was man ihm eigentlich beigebracht hat. Mehr kann er nicht machen. Den Müll, den manche Programmierer programmieren, das ist das, was du rauskriegst. Und wenn sie was Gutes machen, dann kriegst du was Gutes drauf. Das ist einfach so. Wenn er einen Fehler eingebaut hat, nicht berücksichtigt hat bei seinem Test durchlaufen oder so, dann kriegt der Endbenutzer das eben zu sehen. Und deswegen wundert es mich, wie kann es sein, dass ein Muslim ein reines Herz bewahren will und seine Religion ausleben will und darauf achten will, was in sein Herz reinkommt, aber er hat zu Hause einen Fernseher. Wie soll das funktionieren? Jeder von uns, wir brauchen ja nicht uns irgendwie was vorzumachen, jeder von uns weiß, dass die Fernsehsender, die heutzutage ausgestrahlt werden übers Kabel oder über Satellit, ja, die Sender nicht 99%, sondern 99,999 und geht so weiter, der Sachen, die ausgestrahlt werden, liebe Geschwister, sie füllen das Herz bestimmt nicht mit Weisheit oder Wissen oder Gottesfurcht oder Iman, sondern eigentlich entleeren sie das Herz von solchen Dingen und füllen sie mit Dreck, auf Deutsch gesagt. Das kann man nicht besser und freundlicher ausdrücken als das. Und deswegen, liebe Geschwister, und noch unverschämter ist es, wenn jemand die Frechheit besitzt, sein eigenes Kind vor solch ein Gerät zu setzen und ihm sagen, jetzt kannst du Fernsehen gucken und weiß nicht was. Sogar die Kindersendungen, die heutzutage ausgestrahlt werden,
beinhalten so viele Sachen im Hintergrund, die das kann man nicht mit einem gesunden Herzen anschauen. Da muss man, das Herz muss nachher befleckt werden. Ich könnte euch vorstellen, die Musik, die kommt, die Moral, die gepredigt wird, die Bilder, die gezeigt werden, auch wenn es gezeichnete Sachen sind, aber was gezeichnet wird, die Ausdrücke, die verwendet werden, der Umgang, den die Leute haben und so weiter und so fort, das sind Dinge, liebe Geschwister. Ich frage mich, wie kann man als Muslim Allah subhanahu wa ta'ala so undankbar sein, dass er dir ein Kind schenkt, und das Kind ist ein Wunder, jeder weiß, dass ein Kind, wie das heranwächst und so, in Mutterleib ist es eine Mu'jiza an sich, ja, dass man dieses Kind dann nimmt und sagt, danke Allah, jetzt dafür lege ich das hier vor die Glotze und lass ihn den Fernseher, mein Kind, eigenes Kind erziehen. Man kann fast, also die Leute bringen einen dazu wirklich, dass man sagt, möge Allah dass die solchen Leuten keine Kinder geben. Wirklich, so bringen sie einen dazu, das zu sagen. Wir sagen, möge Allah sie recht leiten und die Kinder retten vor dem, was man ihnen da bietet. Ja. Auch, also damit wir uns nicht falsch verstehen, auch Frauen, für die Frauen gilt genau das Gleiche. Ja. Das, was im Fernsehen gezeigt wird, das dürfen Frauen auch nicht mehr sehen. Das, was im Fernsehen gezeigt wird, dürfen Frauen auch nicht sehen. Ja? Ich möchte keine Werbung machen für bestimmte Sendungen, die Leute teilweise anschauen und die im Umlauf sind, aber das dürfen Frauen genauso sehen wie Männer. Zur Weisheit gehört es, liebe Geschwister, bei der Da'wah auch viel zu schweigen. Denn vielleicht machen von manchen Geschwistern von euch auch Infostände. Ich weiß nicht, gibt es das hier auch in der Stadt? Noch nicht? Gibt es eins, aber nicht von uns jetzt, von einem anderen Bruder. Ja. Möge Allah euch die Kraft geben, dass ihr das auf die Beine stellt. Und da ist es auch sehr wichtig, dass man den Leuten mal zuhört, damit man herausfindet, dieser Nicht-Muslim, der vor einem ist, was hat er eigentlich für eine Einstellung, eine Lebensanschauung und so weiter. Wenn man weiß, wie man mit ihm überhaupt umgeht, was man ihm sagt. Und da gilt es eben, Weisheit bedeutet eben auch mehr zu schweigen als zu reden. Und was auch beliefert wird an Weisheiten, das habe ich schon angeschnitten, den ich gesagt habe. Lerne, um danach zu handeln und nicht, um darüber zu reden. Denn dann wird der Glanz an anderen zu sehen sein. Stell dir vor, du lernst, du machst aber nichts, dann du bist matt. Dann lernst du es aber anderen Leuten und sie glänzen, weil sie handeln danach. Und das wäre, glaube ich, nicht so schön, wenn man da, wenn andere Leute mehr profitieren als. Aber das kann natürlich sein, das kann sehr, sehr wohl sein, dass man Sachen lehrt und jemand was viel besser umsetzt als man selbst. Ebenso, liebe Geschwister, der dritte Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist, dass man sich um seine eigenen Angehörigen kümmert, das heißt die Familie und für die man aufkommen muss, und dass man Halal zu sich nimmt. Und das gehört natürlich dazu. Wenn du verantwortlich bist für deine Familie, bist du auch verantwortlich dafür, dass sie Halal zu sich nehmen. Hat man Familienangehörige, hat man Kinder, für die man verantwortlich ist, eine Ehefrau und Eltern vielleicht sogar, dann, und das sind auch noch Leute, für die keiner sorgt, außer man selbst, dann sagen manche Gelehrte, ist es makruh, dass man auf Kosten des Erwerbens von Wissen die eigenen Leute, die eigenen Verwandten, die eigenen Kinder außer Acht lässt. Das heißt, sie im Stich lässt oder ihnen nicht die Versorgung bietet, die sie eigentlich bekommen müssten. Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, berichtet in seinem Isnad bis eine Person namens Wahb ibn Jabir. Er sagte folgendes. Ein Maula von Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ist ein Sahabi, radiallahu anhu. Und ein Maula, liebe Geschwister, ist eine Person, dieser Name wird verwendet in verschiedenen Zusammenhängen. Wird verwendet entweder, also sehr oft wird verwendet in Bezug auf eine Person, die von einer anderen Person freigelassen worden ist. Das heißt, es war ein Sklave und der hat jemand freigelassen. Er hat entweder gekauft und freigelassen oder gehörte ihm, hat ihn freigelassen. Dann ist das dein Maula. Dann ist diese freigelassene Person, der Sklave, ist dein Maula. Und umgekehrt genauso. Der ihn freigelassen hat, ist auch wiederum der Maula der Person. Da muss man nur aufpassen, ist ein bisschen widersprüchlich, aber ist der Fall. Ein Maula von Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, sagte zu ihm, als dieser in Jerusalem war, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nach Jerusalem bringen, ich will diesen Monat in Jerusalem verbringen. Offensichtlich, um bei diesem Sahabi Wissen zu erlangen, bei ihm zu sein. Daraufhin sagt er zu ihm,
hast du deiner Familie für diesen Monat Versorgung hinterlassen? Er sagte nein. Daraufhin sagte Abdullah radiallahu anhu, dann kehre zu deiner Familie zurück und dann hinterlasse für sie etwas, wovon sie sich ernähren können, denn ich habe den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen hören: Es reicht schon an Sünde, dass man sich nicht um die kümmert, die man versorgen muss. Es reicht schon an Sünde, dass man sich nicht um die kümmert, die man versorgen muss. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, eine interessante Angelegenheit, nebenbei erwähnt, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die waren unterschiedlich. Manche von ihnen haben sich hingesetzt und einfach Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, teilweise im laufenden Band, weil sie so viel auswendig konnten, wie zum Beispiel Abu Huraira radiallahu anhu. Und andere, sie haben erst etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, wenn sich eine Begebenheit ergeben hat. Wie zum Beispiel dieser Fall hier. Das war Anlass, diese Person, die bei ihm sitzen wollte und lernen wollte, einen Monat lang, ohne Versorgung zu hinterlassen für seine Familie, das war Anlass für Abdullah radiallahu anhu ibn Amr, sich daran zu erinnern, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal gesagt hatte. Ja? Weil manchmal wundert man sich, wie kann es sein, dass dieser Hadith nur überliefert wird von einem Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie zum Beispiel einer der ersten Hadith in Sahih Bukhari von Umar radiallahu anhu, wo er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jede Tat wird mit einer Absicht begangen. Und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt. Ihr kennt den Hadith. So, und dieser Hadith, bekannterweise, wird nur von Umar radiallahu anhu überliefert. Ja? Und warum? Weil ich gesagt habe, die Sahaba haben solche Sachen erzählt, sehr oft erst, wenn es einen Anlass dazu gegeben hat. Aber was wir direkt für unsere Thematik hier daraus lernen, ist, dass Abdullah radiallahu anhu der Ansicht war, dass es keinen Sinn macht, etwas zu wissen, ohne danach zu handeln und dann auch noch nach mehr zu streben. Also die Person wusste mit Sicherheit, das ist ja keine Sache, die normalerweise jemand nicht weiß, dass man verantwortlich ist für seine Frau und seine Kinder. Und sie unterlässt, die Person wollte das unterlassen, diese Umsetzung unterlassen, um einen Monat zu verbringen mit Abdullah radiallahu anhu. Und er sagte, nein, das macht doch keinen Sinn. Erstmal setzt du das eine um, was du weißt, und dann kommst du zu mir und lernst ein bisschen mehr, aber vorher nicht. Al-Baghdadi berichtet weiterhin über einen Mann namens Abdurrahman ibn Suleiman al-Razi, rahimahullah. Er sagte, wir waren bei Sufyan al-Thawri. Wenn jemand zu ihm kam, um etwas zu lernen, dann fragte er ihn folgendes, der Imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, er fragte ihn folgendes: Hast du etwas, womit du dich versorgen kannst? Hast du etwas, wo du dich versorgen kannst? Also er selbst. Es geht jetzt nicht mehr jetzt um die Familie, die er irgendwie versorgt, sondern es geht um ihn selbst. Wenn ja, lehrte er ihn. Wenn nein, ordnete er ihm an, dafür zu sorgen. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, die Prioritätensetzung. Das bringt ja nichts, wenn du nachher, dich widmest einer Sache und dann die anderen Leute um Geld anbetteln musst und dadurch dein Gesicht verlierst. Auch wenn es erlaubt wäre, vielleicht, aber trotzdem, der Mensch hat irgendwo einen eigenen Stolz und möchte nicht andere Leute betteln um Geld. Das ist eine Sache, die zweifellos der Fall ist. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir die Reihenfolge einbehalten. Es macht keinen Sinn, dass wir etwas machen, was gut ist und freiwillig ist, es aber auf Kosten einer Sache machen, die ebenfalls gut ist und Allah subhanahu wa ta'ala uns vielleicht sogar auferlegt hat. Wer sich, liebe Geschwister, dem Wissen vollkommen widmet, der soll sich sogar auf knappe Versorgung gefasst machen. Denn entweder widmet man seine Zeit dem Wissen, also das heißt, entweder widmet man nachher seine Zeit zu lernen oder zu lehren. Und deswegen wird man wenig Zeit haben, nach Versorgung zu streben. Und deswegen sagte Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, berichtet ebenfalls folgende Aussage, dass manche das auch klipp und klar gesagt haben. Ja? Einer der Tabi'un, und der überliefert über Anas radiallahu anhu und überliefert über Ibn Abbas radiallahu anhu und andere Sahaba, heißt Abdul Aziz al-Tai, er hat klipp und klar gesagt,
Wer sich mit Hadithen beschäftigt, wird pleite gehen. Wer sich mit Hadithen beschäftigt, wird pleite gehen. Und die Gelehrten sagen, warum? Warum? Weil das heißt, die Person, wie wenn sie sich einmal mit den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigt. Und das wird zu ihr, für sie zu einer Lebensaufgabe. Und dann wird sie diese Sache so sehr lieben, weil sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam so sehr liebt, dass der Mensch nichts anderes mehr machen möchte, als mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen sein. Gemeint ist jetzt in dem Fall mit den Büchern natürlich, die heutzutage vorhanden sind. Und er wird eben, er wird dann sich selbst sagen, ich möchte lieber eine knappe Versorgung haben, wenig, sodass ich gerade essen, trinken, über die Runden kommen kann, dafür mich dem Wissen widmen. Ist mir lieber, als dass ich weniger Wissen am Ende habe und dafür es mir finanziell besser geht, dass ich eben ein luxuriöseres Auto fahre oder ähnliches. Al-Baghdadi berichtet ebenfalls, bis Shu'ba ibn al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala, einer der berühmten Hadith-Belieferer, er sagte, wer sich mit den Hadithen beschäftigt, wird pleite gehen. Und dann sagt er, ich bin so pleite geworden, dass ich einen Topf meiner Mutter für 7 Dinar verkauft haben musste. Ich bin so pleite geworden, dass ich sogar einen Topf meiner Mutter verkaufen musste, um 7 Dinar zu bekommen, um über die Runden zu kommen. Und das Brillante dabei ist, liebe Geschwister, dass der Imam Baghdadi rahimahullah ta'ala berichtet dieses Ereignis oder diese Aussage von Shu'bah mit 2 verschiedenen Überlieferungsquellen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, liebe Geschwister, wir sind eine Ummah, wir sind eine Gemeinschaft, die alles überliefert über ihre vorausgegangenen rechtschaffenen Vorfahren, über Überlieferungsketten. So läuft das Ganze. Es gibt nicht irgendwie jemand erzählt was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch nicht über einen Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch nicht über jemanden danach, es sei denn, er muss das zeigen, dass die Person das wirklich gesagt hat. Indem sie sagt, über wen sie das gehört hat und uns das vorlegen kann. Und deswegen gibt es in der islamischen Literatur unglaubliche Dinge. Der Koran, bleiben wir beim höchsten Wort überhaupt, beim edelsten Buch, das es überhaupt gibt und die Rechtleitung für die Menschheit. Der Koran, das Wort Allahs, liebe Geschwister, ist nicht ein Buch, das einfach so heutzutage da ist und wir einfach kaufen können, weil es irgendwo in Medina gedruckt wird, sondern der Koran, liebe Geschwister, ist ein Buch, das über Generationen hinweg überliefert worden ist. Von Mann zu Mann, von Mund zu Mund, auswendig, vom einen Herz in das nächste Herz, weitergegeben worden ist, bis an die heutige Zeit. Und wir wissen ganz genau heutzutage, wer den Koran überliefert hat. Seit der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zur heutigen Zeit. Bis an den heutigen Tag gibt es Menschen, die zwischen sich und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geschlossene Überlieferungsketten haben, lückenlos, und sie wissen ganz genau, wie die Personen heißen, wer sie gewesen sind. Und das haben wir im Koran, alhamdulillah, mehrfach. Und das haben wir ebenfalls in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt könnte man, das ist eine Sache, liebe Geschwister, das gilt nur für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keine andere Umma hat das. Die Christen zum Beispiel, sie haben nicht einmal etwas, was man irgendeiner Weise eine Überlieferungskette nennen könnte. Sie haben Lücken dazwischen, sie wissen nicht einmal, wie die Leute heißen, die ihre Bibel aufgeschrieben haben, teilweise. Ja? Sie wissen, das heißt zum Beispiel, sagen, einer heißt Lukas, andere Markus und weiß nicht was, aber in Wirklichkeit, die wissen gar nicht, wer das ist. Die wissen gar nicht, wer die sind. Die wissen gar nicht, wer diese Leute sind. Und es wurde teilweise auch erst lange Zeit geschrieben, nachdem Isa a.s. die Erde verlassen hat. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das eine Besonderheit dieser Umma. Und es geht noch weiter. Jedes Ereignis, liebe Geschwister, jedes Ereignis in der Geschichte können wir zurückführen mit einem Isnad, mit einer Überlieferungskette. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt ein Buch von Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, das ist der Imam der Tafsir-Gelehrten überhaupt. Ja? Muhammad ibn Jirin al-Tabari. Er hat, liebe Geschwister, ein Buch geschrieben, das heißt Tariq al-Rusul wal-Muluk. Tariq al-Rusul wal-Muluk. Das heißt die Geschichte der Historie der Gesandten und Könige. Dieses Buch, liebe Geschwister, wenn ihr da ins Inhaltsverzeichnis guckt, da heißt es tatsächlich, was sich alles ereignet hat im Jahr so und so.
was sich alles ereignet hat im Jahr so und so, was sich ereignet hat im Jahr 200, im Jahr 300, im Jahr, weiß nicht was, im Trend, was er gelebt hat, natürlich, rahimahullah, ja. Und alle Ereignisse überliefert er mit einer Überlieferungskette von sich bis in das Jahrhundert, wo er das Ereignis berichtet. Und wir hier in der Schule, wir schlagen ein Geschichtsbuch auf und da steht Sachen drin. Da steht Sachen drin, da weißt du gar nicht, was herkommt. Das ist einfach nur geschrieben. Fertig. Das ist einfach nur, ein Autor hat etwas geschrieben und Beweis ist für sie schon hier, also bei den Nicht-Muslimen, ist Beweis schon, wenn eine Schrift gefunden worden ist zur Zeit von Isa a.s., wenn überhaupt, das gibt es überhaupt nicht, ja? Aber wenn eine Schrift jetzt gefunden ist zur Zeit von Isa, dann sagt man, es könnte sein, oder dann ist es wahrscheinlich von Isa a.s. geschrieben oder diktiert worden, aus seiner Zeit, das ist authentisch und weiß nicht was. Bei uns, subhanallah, wenn du eine Person in der Überlieferungszeit nicht kennst, ist die Überlieferung schon nicht authentisch. Ist diese Überlieferungskette nicht mehr authentisch. Ja? Und die Leute verlassen sich teilweise auf Fragmente, die sie in einer Qumran-Höhle irgendwo gefunden haben, und dann behaupten sie, das wäre das Authentische, was sie überhaupt haben. Und das ist sowas von unauthentisch, liebe Geschwister, das kann man mit dem, was wir haben, überhaupt nicht vergleichen. Warum sage ich das? Weil für die Da'wa ist das schon teilweise sehr wichtig. Weil die Leute kommen manchmal und zweifeln vielleicht die Authentizität der islamischen Überlieferungen an. Und da kannst du ihnen sagen, jetzt mal langsam, stopp. Du willst das anzweifeln, was wir haben? Dann wende dieses Prinzip bitte auch an auf das, was ihr habt. Und dann gucken wir mal, was übrig bleibt. Ja? Das heißt, wenn sie konsequent sind, müssten sie eigentlich sofort alles wegschmeißen. Wenn ein Christ sagt, oder ein Jude sagt, oder irgendeine andere Religionsgemeinschaft sagt, dann müsste die Person erstmal alles wegschmeißen, was er hat. Und dann gucken, was im Islam für ihn noch sozusagen in Frage käme. Auch die Aqida, alles was wir heutzutage glauben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über Allah subhanahu wa ta'ala, all diese Geschwister können wir zurückführen auf die Menschen, die das damals gesagt haben aus den ersten drei Generationen. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berichtet über Sufyan ibn Uyayna, das ist ein Gelehrter des 2. Jahrhunderts, gestorben 198. Er fragte einen Mann, was ist dein Beruf? Der Mann sagte, Hadith-Wissenschaft, ich beschäftige mich mit Hadithen. Daraufhin sagte Sufyan zu ihm, sag deiner Familie, sie sollen sich schon mal auf die Armut freuen. Aber was man auch sagen muss ist, ist die Armut wirklich eine Sache, die einen unglücklich macht? Der erste Gelehrte, der sozusagen ein Buch geschrieben hat über Hadith-Wissenschaften, war ein Gelehrter des 4. Jahrhunderts, heißt Ar-Rama Hurmuzi. Er beschreibt in einigen Sätzen, was jemand fühlt, der nach Wissen strebt. Und ich möchte das, also ich kann ehrlich gesagt, ich habe das versucht ins Deutsche zu übersetzen und ich bin daran gescheitert. Okay? Sage ich euch direkt. Deswegen, wie ich das euch jetzt sage, das wird niemals so schön sein, wie er das also beschrieben hat. Aber ich fasse es einfach noch zusammen und sage, dass er beschreibt, wie die Leute, die damals gereist sind von Ort zu Ort, um nach Gelehrten zu suchen, bei denen sie etwas Neues lernen können, von denen sie profitieren können. Er beschreibt das als den höchsten Genuss, den man eigentlich in diesem Leben sich vorstellen kann. Er beschreibt das als Genuss, dass man verreist, sein eigenes Land verlässt für Allah subhanahu wa ta'ala, dass man nach Quellen des Wissens sucht, dass man sich an Orten niederlässt, die man eigentlich gar nicht kennt, dass man sich ausruht und sich dort schlafen legt, wo einen die Nacht gerade ereilt, dass man in den Moscheen isst, dass man von den Wasserquellen unterwegs trinkt, dass man sich ausruht und Schläfchen hält im Schatten von Bäumen, die irgendwo unterwegs gerade sind, dass man auf Geschwister trifft auf den Reisen, die man liebt, weil sie Muslime sind und weil sie dasselbe suchen wie man selbst, dass man die Menschen kennenlernt, wie sie wirklich sind. Denn ihr wisst, auf der Reise lernt man eine Person kennen, wie sie wirklich ist.
Und er beschreibt das insgesamt und sagt, und dann sagt er, und was meint ihr, was man fühlt, wenn man an die Stelle dann ankommt, an dem Ort ankommt, wo man eigentlich die ganze Zeit deswegen gereist ist und endlich da am Ziel ankommt und auf diese Sitzung trifft oder den Gelehrten trifft, dann sagt er, dann weiß man, dass alle Genüsse des Diesseits befinden sich in solchen Sitzungen. Alle Genüsse des Diesseits befinden sich in solchen Sitzungen und wo man es genießt, Leute des Iman eben anzutreffen. Und wo man in Sitzungen ist, wo man etwas profitiert für sein Herz und für sein Iman. Und dann sagt er eben, das ist eben schöner als jegliche Pflanze, die du dir im Frühling vorstellen kannst. Und das sind, wie gesagt, in meinen Worten das eingegeben. Ja. Da scheint irgendwie was, hat so ein bisschen vibriert. So. Vielleicht habe ich dann geredet. So. So. Wie viel Uhr haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Nicht, dass ich euch da hier was... Noch ein paar Minuten, ne? Haben wir noch, inshallah. Ich habe gerade 3/4 Stunde gesehen, ja. Habt ihr Geduld, mashallah. Jetzt passt mal Folgendes auf. Ein Mann namens Zubayr ibn Abi Bakr. Er sagte Folgendes. Meine Nichte sagte zu meiner Frau. Seine Nichte ist also die Tochter von seiner Schwester. Okay? Also die Tochter von seiner Schwester sagte zu seiner Frau, zu diesem Azubayr, der da spricht: Mein Onkel ist der beste Ehemann für seine Frau. Also ich habe manchmal Probleme mit diesen Verwandtschaftsbeziehungen. Okay? Deswegen, ich wiederhole das nochmal, das Beispiel, dass es jeder versteht. Okay? Also er sagt: Meine Nichte, und das ist sozusagen der erste Onkel von dieser Nichte. Meine Nichte sagte zu meiner Frau, mein Onkel, wer ist der Onkel? Also wer selbst, ne? Der Mann von dieser Frau, mit der die Nichte spricht. Er sagte, mein Onkel, das heißt dein Ehemann, er redet mit der Frau jetzt, dein Ehemann ist der beste Ehemann, den man sich für eine Frau vorstellen kann. Warum? Weil dieser Mann, Az-Zubayr, da war jemand, der sich mit der Religion beschäftigt hat. Immer mit Religion beschäftigt hat. Mit Hadithen und was ich was. Er sagte also, sie sagte, dein Ehemann, der mein Onkel ist, ist der beste Ehemann, den sich eine Frau vorstellen kann. Er nimmt sich keine Zweitfrau und keine Sklavin. Was ist damit gemeint? Gemeint, also er ist vollkommen zufrieden mit einer, Alhamdulillah. Und er hat auch nicht das Bedürfnis nach einer zweiten. Warum? Warum? Keine Zeit. Er hat für die Religion, seine ganze Zeit ist für den Islam schon. Er ist verliebt in den Islam und er hat keine Zeit für andere Sachen. Okay? Diese Stufe hat er erreicht. Jetzt pass mal auf. Da sagte aber dann die Frau als Antwort dazu, die sagte, bei Allah, diese ganzen Bücher, die er hat, sind schlimmer für mich als 3 Nebenfrauen. Ja, also es gibt Frauen, die wünschen sich, eine Nebenfrau zu sein. Kann man nicht sagen, nein, es gibt es. Ja. Es gibt Frauen, die würden sehr gerne eine Zweitfrau oder Drittfrau oder Viertfrau sein. Wir haben nichts dagegen. Ja. Wenn jemand nichts dagegen hat, sollen wir ihm sagen, nein, mach nicht. Er will das. Ja. Das ist so ein bisschen komisch hier. In manchen Ländern, sie erlauben, dass man Freundin hat, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Ehebruch oder Erdebel, alles erlauben sie, ja. Aber eine zweite Frau, die das will, und die erste will auch, meinetwegen, wie in dem Fall hier, und der Mann will, da sagen sie, nein, das geht nicht. Warum geht das nicht? Ja, wahrscheinlich, weil das geht auf Kosten der Krankenkassen. Ja, das sind materielle Sachen. Ja, weil deine Frau, kannst du ja als Student zumindest, kannst du mit dir zusammen versichern in deiner Krankenkasse. Ja? Aber wenn du eine zweite Frau machst, dann würde sie auch mit dir da reinkommen können. Und das, es gibt materialistische Gründe für so etwas. Ich weiß nicht, wie ich mir sonst erklären kann, warum jemand das verbieten sollte. Der vierte Aspekt, liebe Geschwister, und letzte Aspekt für heute, ist, dass der Imam rahimahullah ta'ala in seinem Buch ein Kapitel erwähnt hat, in dem er gesagt hat, als Talib ilm das Alleinsein bevorzugen statt zu heiraten. Er hat ein Kapitel erwähnt, dass man als Talib allein sein soll, anstatt zu heiraten. Und er hat das begründet damit, dass man nicht so viele Verpflichtungen hat,
und somit mehr Zeit für den Islam hat. Aber da müssen wir trotzdem klipp und klar sagen, dass wir ihm seine Meinung nicht teilen. Dass wir seine Meinung nicht teilen. Rahimahullah ta'ala. Und auch, subhanallah, die Hadithe, die er da bezüglich erwähnt hat über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sind alle angezweifelt worden von den Hadithgelehrten. Sind teilweise sogar so als erfunden eingestuft worden. Insofern haben wir, sagen wir so etwas nicht. Sondern wir sagen, und ich bin überzeugt davon, ich weiß es von mir selbst und ich bin überzeugt davon, dass andere Geschwister das auch erlebt haben, dass im Gegenteil, wenn man geheiratet hat, dann ist man noch stärker im Iman und noch stärker im Islam und noch stärker für die Da'wah. Unter einer Bedingung, die Ehefrau macht mit, ja, das ist klar, wenn du die richtige gewählt hast. Wenn du die falsche gewählt hast, nein, da kann sein, dass man Iman, vielleicht der Imam meint das, ich weiß nicht, was nachher. Ja. Weil es gibt nämlich Folgendes, damit wir wissen, dass diese Ansicht schon gegeben hat. Ja. Er berichtet über seinen Isnad bis Ibn Numayr. Er sagte, Sufyan ibn Uyayna, der Imam auch nach den Tabi'in der Sohn, Sufyan ibn Uyayna fragte mich, hast du geheiratet? Ich sagte, nein. Daraufhin sagte er, du weißt nicht, wie gut es dir geht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was ihm passiert ist. Ja? Weiß man nicht. Ja? Deswegen also diese Pauschal, das ist keine Aussage eines Propheten. Und deswegen brauchen wir nicht, diesen Aussagen zu übertreiben. Ja? Ich habe mich geirrt, es gibt noch einen letzten Aspekt, den ich ansprechen möchte. Inshallah. Und zwar ist der Aspekt, womit beginnt man zu lernen. Das ist ein großes Thema, liebe Geschwister, und ich möchte mich eigentlich festlagen, nicht, dass mir jemand sagt, ja, der Herr, du hättest aber das erwähnen müssen und das erwähnen müssen. Das erwähnen. Es geht jetzt prinzipiell, normalerweise, wir sind ein Muslim, alhamdulillah, und in einer islamischen Umgebung und haben jetzt die Möglichkeit, uns irgendwie weiterzubilden. Dann sagen wir, liebe Geschwister, wenn wir die Biografien der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen anschauen, da sehen wir, dass sie alle im frühen Alter schon den Koran gelernt haben. Den Koran. Und da möchte ich wirklich sagen, liebe Geschwister, gibt es Menschen, die ihre Prioritäten wirklich vollkommen falsch setzen. Ich weiß, es gibt so ein bisschen Adrenalinschub, wenn man so mit anderen Leuten diskutiert, mit so verschiedenen Gruppen diskutiert, wenn man sich einlässt auf Diskussionen. Im Internet gibt es das ja auch, dass man Leute so Diskussionsrunden führen mit andersgläubigen Menschen oder andersdenkenden Menschen. Und diese Streitgespräche teilweise, die machen unglaublich Spaß, brauchen wir uns nicht um den heißen Brei reden. Machen Spaß, weil man ist so von sich selbst überzeugt und man geht rein natürlich, um versucht dem anderen zu zeigen, dass er eigentlich keine Ahnung hat und so. Manchmal die Absicht ist gut, manchmal die Absicht ist schlecht, aber man verliert sich. Man verliert sich. Ihr wisst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat vorausgesagt, dass es viele verschiedene Gruppen geben wird, die alle dem Islam sich zuschreiben. Ja? Und die Sachen hören nicht auf, diese neuen Sachen, die Leute erfinden und irgendwie dem Islam in die Schuhe schieben, das hört nicht auf. Das heißt, wenn du dich mit jeder Sache einzeln beschäftigen möchtest und sozusagen ein Experte werden möchtest, um mit anders denkenden Menschen zu diskutieren und ihnen sozusagen Kontra zu geben, die Sache hört nicht auf. Und deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, der dringende Empfehlung, dass man einen Plan hat in seinem Leben. Dass man sich nicht verliert in unnötigen Diskussionen. Dass man sich nicht verliert in Dinge, die absolut zweit- oder drittrangig sind, sogar teilweise. Sondern man fängt an mit dem Koran. Ja, und im Koran ist alles Gute, was man braucht. Alles. Im Koran ist alles Gute, was man braucht. Ja, und man muss sich unbedingt leiten lassen von jemandem, der diesen Werdegang schon einmal durchgemacht hat. Sodass man nicht wirklich einmal hier liest, dann dieses Buch liest, das Buch liest, hier mal liest, da. Man verliert sich. Man muss eine richtige Vorgehensweise haben. Und das Erste, was man anfängt, ist eben mit dem Koran. Manche Leute zum Beispiel, sie verlieren sich in Feinheiten. Ja? Manche Geschwister, die religiös werden, die kommen nicht darüber hinaus über das Gebet. Also die haben Alhamdulillah angefangen zu lernen zu beten. Wudu können sie schon von vorher so ungefähr ein bisschen. Die können das auch nicht so ganz gut nach der Sunna. Ja? Aber was sie können, ist dann das Gebet lernen sie. Dann lesen sie ein Buch oder zwei Buch über das Gebet und dann kommen sie irgendwie nicht weiter. Die kommen nicht voran. Und dann diskutieren sie vielleicht noch mit anderen Geschwistern über Feinheiten im Gebet, über das die Gelehrten schon seit 1000 Jahren schon diskutiert haben. Das wirst du nicht beseitigen können und brauchst du auch nicht beseitigen. Das ist auch nicht unser Ziel. Ja? Aber sie kommen nicht voran. Also sie kommen nicht. Sie haben das Tahara-Kapitel nicht abgeschlossen. Sie kommen im Salah
gerade mal beim Fardgebet an, die anderen Gebete, die erwähnt werden, kommen sie nicht hin, geschweige von Zakat und Hajj und Siyam und andere Kapitel, die es im Fiqh noch gibt. Ja? Und sie denken, und sie repräsentieren dann oder geben dann den Eindruck, als bestehe der Islam wirklich nur aus diesem einen Kapitel des Gebets. Dabei, wenn sie den islamischen Fiqh kennenlernen würden, würden sie die Gewaltigkeit des Islams wirklich kennenlernen. Dann siehst du, dass die Gelehrten sich um alle Aspekte des Lebens des Muslims gekümmert haben und nichts außer Acht gelassen haben. Und darin besteht die Gewaltigkeit des Islams. Weil wenn wir sagen, liebe Geschwister, jeder von uns ist davon überzeugt, der Islam ist gut für jede Zeit, zu jeder Zeit, oder? Oder denkt jemand, der Islam ist heutzutage nicht mehr aktuell? Der Islam, Alhamdulillah, ist aktuell von der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ich meine seine Scharia, ja, bis zum jüngsten Tag. Das glauben wir alle fest. Aber wenn dich jemand fragt, wodurch zeigt sich denn seine Aktualität? Wodurch zeigt sich denn, dass der Islam wirklich zu jeder Zeit aktuell ist? Und sich, ich will es nicht jetzt falsch ausdrücken, also, dass man den Islam überall etablieren kann. Ja? Wodurch zeigt sich diese Aktualität? Das Gebet ist nicht das, was den Islam, der Gebet ist doch nicht variabel. Das Gebet passt sich doch nicht irgendwie von der Zeit an oder so. Ja? Da gibt es andere Dinge in der Religion, die Allah subhanahu wa ta'ala so gemacht hat, dass sie angepasst werden können, je nachdem, wo man ist. Ja? Aber wenn du das nicht weißt und du sagst nur, der Islam, Alhamdulillah, ist, wenn man fragt, salih li kulli zamanin wa makan, ja, ist für jede Ort und Zeit gut, aber du hast keine handfesten Beweise, dann sagst du das Gleiche, vielleicht ein Christ sagt das Gleiche und du hast eigentlich keinen besseren Beweis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, wer einen einzelnen Buchstaben aus dem Buche Allahs Ta'ala liest, der bekommt eine gute Tat niedergeschrieben. Und jede gute Tat wird zehnfach vergolten. Ich sage nicht, dass Alif, Lam, Mim ein einziger Buchstabe ist, für den man also 10 Hasanat bekommt, sondern jeder einzelne Buchstabe, Alif, Lam, Mim. Und gemeint ist eben, Alif, Lam ist ein Wort, weil wenn ihr es im Mushaf seht, dann steht das, als wäre es ein Wort. Als wäre es ein Wort. Und du wirst nicht belohnt, du wirst nicht belohnt für ein Wort, das du liest, sondern sogar für jeden einzelnen Buchstaben, den du aussprichst. Und das ist eine Barmherzigkeit Allahs. Und solche Texte, liebe Geschwister, solche Vorzüge gibt es nur in Bezug auf den Koran, nicht mal in Bezug auf die Sunna. Nicht einmal in Bezug auf die Hadith Qudsiyya, die Qudsiyya Hadith, wo Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Nicht einmal da heißt es, wer einen Buchstaben davon liest, das gilt nur für den Koran. Was für einen Sinn macht es denn dann, dass man sich den Koran, vom Koran abwendet und sich auf Dinge stürzt und eigentlich noch gar nicht viel weiß. Die Basis muss der Koran sein, liebe Geschwister, zweifellos. Al-Walid ibn Muslim, rahimahullah ta'ala, sagte, wenn wir bei Al-Awza'i waren, auch einer der Imame, und er sah, dass unter uns ein kleiner Junge war, sagte er folgendes. Al-Awza'i sagte er zu dem kleinen Jungen, komm mal her, hast du den Koran schon auswendig gelernt? Wenn er gesagt hat, nein, sagt er, geh, la, und dann kommst du wieder. Warum? Weil der Imam ist Erzieher auch gleichzeitig. Er ist gleichzeitig Erzieher. Es kann nicht sein, der leitet diesen Jungen in die Irre. In die Irre, womit? Obwohl mit Wissen leitet ihn in die Irre. Warum? Weil diese Person muss einen bestimmten Durchlauf machen. Er muss einen Plan haben in seinem Leben. Erst das eine lernen, das zweite, dritte. Du fängst nicht an, dich zu setzen in bestimmte Themen im Islam zu lernen, bevor du nicht andere zuerst gelernt hast. Weil dann denkst du nämlich, der Islam besteht nur daraus, und du weißt viele dieser Zusammenhänge nicht, weil du die Basis nicht hast. Also sagt der Imam, wenn der kleine Junge den Koran auswendig nicht konnte, sagte, geh, lern, dann kommst du wieder in meine Sitzung zurück. Wenn er sagte, ja, ich kenne ihn auswendig, hat er zu ihm gesagt, okay, bitteschön, dann fang mal an zu lesen, Yusikum Allahu fi awladikum. Das ist der Anfang der Ayah in Surat al-Nisa, wo es um das Erbrecht geht. Und diese Ayat über das Erbrecht, sie gelten im Allgemeinen als ein bisschen schwieriger auswendig zu lernen als andere. Okay? Und deswegen hat er ihn gleich geprüft mit dieser Ayat. Wenn er sie konnte, dann war klar, dass er den Rest des Korans erst recht kann. Ja? Weil es gibt eben Ayat im Koran, die sind, wie soll man sagen, sie ähneln sich auch teilweise. Und wenn jemand gerade die Ayat kennt, die sich ähneln, dann erst recht kennt er die Ayat, die natürlich sich nicht ähneln. Und ebenso
hat es ein Schüler von Imam al-Thawri rahimahullah ta'ala gehandhabt, der namens Yahya ibn Yaman. Wenn zu ihm ein Junge kam, der noch nicht einmal einen Bart hatte, also gemeint ist ein sehr junger Kerl, zu ihm kam, dann hat er ihm erst einmal gesagt, lies ab der 70. Aya von Surat al-A'raf. Also ich denke nicht, er meinte damit, dass die Person die Zahl direkt kennen muss. Aber er hat ihm dann gesagt, mitten in der Sura, ihn geprüft von Surat al-A'raf. Und dann hat er ihm gesagt, von Surat Yusuf, und er auch ein paar Hadith abgefragt, und wenn er das konnte, dann hat die Person gesagt, okay, da kannst du hier bleiben. Ansonsten hat er ihm keine Hadith erzählt, nichts. Das sind Sitzungen, in denen die Leute die Hadith weitergegeben haben. Ja? Er hat den Leuten nichts weiter erzählt. Und er hat gesagt, erstmal gehst du eine Basis ansammeln und danach kommst du wieder zurück. Und das ist eben, liebe Geschwister, es reicht nicht aus, dass man nur einfach nur Wissen vermittelt, sondern man muss auch erzieherisch wirken. Und das ist eine Sache, die nicht sehr einfach ist. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Erfolg uns dafür verleiht, dass wir das in die Tat umsetzen können. Den ersten Ding, der das imstande ist, und den ersten Ding, die darum zu bitten haben. Ich bedanke mich, liebe Geschwister, bei euch nach Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr aufmerksam zugehört habt. Und möge Allah euch belohnen dafür, dass ihr die Geduld aufbringt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dass er uns zusammen versammelt im Paradies, so wie wir uns heute zusammen hier versammelt haben. Und möge Allah uns unsere Sünden alle vergeben.